In der Nacht zum Sonntag ist in vielen Regionen erstmalig der Winter eingekehrt. Diese Aufnahmen der eingeschneiten Straßen stammen aus dem Osnabrücker Raum. In einem breiten Streifen von der Nordsee bis zum Alpenrand sah es ähnlich aus. Aufgrund der starken Schneefälle kam es zu Behinderungen. Einige Bundesstraßen sowie die Autobahn 7 nördlich von Kassel wurden gesperrt. Wettermaps zeigt, wie sich die Wetterfront nach Osten ausbreitet. Während im Westen Regen fällt, setzt weiter östlich und nachfolgend auch im Süden der rosa markierte Schneefall ein. So kamen auch in München innerhalb von kurzer Zeit 5 bis 6 Zentimeter Neuschnee zusammen. Zwischenzeitlich zeigte sich die bayerische Hauptstadt sogar richtig winterlich. Am Morgen taute es jedoch wieder. Liegen bleibt der Schnee indes in den Mittelgebirgen. Die Dampflok im Harz fährt durch eine Winterlandschaft und auch einige Skilifte öffnen das erste Mal in diesem Winter.